Spätestens nach den letzten Regenfällen hat die Pilzsaison in Brandenburg begonnen. Der Pilzsachverständige Andreas Dietrich aus Strausberg ist begeistert, wenn er jetzt durch die Wälder geht. Also wie wir sehen, wir haben hier eine unheimliche Artenvielfalt und es macht einfach nur Spaß. Einen Tipp für alle Pilzsammler in diesem Jahr hat der Fachmann auch. Dieses Jahr ist tatsächlich, kann ich auf jeden Fall Kiefernwälder mit alten Kiefern empfehlen. Da sind halt die krausen Glucken dran. Weil der Sommer, der war so trocken und die krause Glucke ist ein Parasit. Und dadurch, dass die Kiefern jetzt so mit der Trockenheit zu kämpfen hatten, sind die natürlich auch anfälliger für die krause Glucke. Und dadurch gibt es dieses Jahr sehr viele in den Kiefernwäldern. Das freut den Feinschmecker. Andreas Dietrich ist in der Corona-Zeit zum Pilzexperten geworden. Der 35-Jährige ist jetzt auch ehrenamtlich als Pilzberater tätig. Im ganzen Umkreis hier gab es halt wirklich niemanden. Ich habe halt gegoogelt. Und der nächste war wirklich so 30 Kilometer weg in Berlin. Und das ist halt auch einer der Gründe. Ich meine, wie sollen die Leute was über Pilze lernen, wenn es halt niemanden gibt, der ihnen was erklärt? Ne? Jeder kann Pilze sammeln, ist sich Andreas Dietrich sicher. Es gibt auch für Anfänger genug zu finden im Wald. Als Anfänger am besten sammeln und zur Pilzberatung kommen. Wer sich unsicher ist, sollte dieses Angebot unbedingt nutzen. Außerdem bietet er für alle Exkursionen an. Dieses Jahr ab dem 24. September, Tag des Pilzes, machen wir jeden Samstag Exkursionen. Dieses Jahr ist Start am Lankersdorf Mühlenteich diesen Samstag um 9 Uhr. Und wer will, der kann gerne mitkommen und kann viele tolle Sachen über Pilze lernen. Wenn jemand sagt, er kennt alle Pilze, dann ist eigentlich schon immer Vorsicht geboten. Hier vorne haben wir wieder einen Täubling. Dazu lernen kann hier also jeder.